Teufel auch. Hi. Und peace out. Am 11. oder? Nee, ich glaube, wir haben heute den 12. Mai. Und Teufel auch, war das ein Scheißtag. Ich bin früher aus der Schule, weil mir ging es heute echt extrem kacke. Dazu der Hintergrund. Mir ist die Tage mal ein bisschen Energy über den Laptop gelaufen. Und dann habe ich den Laptop versucht sauber zu machen. Und dabei ist mir wohl irgendwas an den Kontakten meiner Arrow-Key-Taste kaputt gegangen, wie ich schon gestern erwähnt habe. Und ja, diese Arrow-Key-Taste ist jetzt futsch. Ja, ich habe jetzt eine Taste weniger auf meinem Keyboard. Und das hat mich so mega aufgeregt. Hallo Laptop. Und es ging nicht nur darum, und es sind noch andere Sachen, die ich hier nicht erwähnen möchte, weil das ist persönlicher Kram zwischen mir und den betreffenden Personen und oh, nein, der gehört hier definitiv nicht hin. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass ich einfach gestern mega den Zusammenbruch hatte. Mir ging es echt mega scheiße. Ich habe geschrien, ich habe geheult. Und es war echt mega scheiße. Und ja, ich habe festgestellt, dass ich ein extrem labiler Mensch bin. Und naja, das hat mich doch sehr mitgenommen. Und jetzt, ja, ich habe Fehler gemacht, definitiv. Nicht nur beim Laptop-Schrubben oder sonst was, sondern einfach der heutige Tag war gefüllt mit Fehlern. Ich habe, ja, wie gesagt, ich bin früher aus der Schule heim, weil es mir einfach nicht dementsprechend ging. Und ja, meine Stimme ist jetzt ein bisschen angeschlagen, weil ich extrem viel rumgeschrien habe. Einfach nur aus Frust, weil ich habe einfach den so viel Frust über die letzten Wochen angefressen und den musste ich einfach rausschreien. Und ja, jetzt ist er halbwegs draußen. Und ja, es tut mir wirklich leid für die Leute, die das abbekommen haben. Sorry, Flo, dass ich dich angekrischen habe vorhin wegen dem Laptop. Ich weiß, du kannst ja nichts für und ich weiß, ich bin goddamn unfähig, was Technikkram angeht. Und vor allem an dieser Stelle mein fettes Sorry an meine Mom, die das auch ausbaden musste. Mom, wenn du das hier irgendwann mal siehst, es tut mir wirklich mega leid. Und ich, ja, ihr könnt froh sein, dass ihr mich nicht so wirklich kennt, schätze ich. Also, es war echt nicht mehr schön. Ich habe mich selbst nicht wiedererkannt und fuck, Mann, es geht nur um zwei scheiß Laptop-Tasten. Ja, es sind jetzt zwei. Bei der einen ist jetzt noch ein Mechanismus abgeknackt, aber das ist fuck that. Sieht man nicht, merkt man nicht. Passt soweit. Und ja, jetzt sitze ich hier und mache mein Tagebuch. Auch wenn ich mir das eigentlich geschworen habe, dass ich das niemals mache, wirklich so über so deepen Psycho-Scheiß von mir zu reden, weil ich bin ein sehr psychologischer Charakter und ich habe relativ viel mit Psycho-Scheiß am Hut und ich, ja, mich nimmt das immer doch sehr mit und ja, das sollte sich eigentlich nicht auf meine Videos auswirken, was es dennoch tut und ja. Ich weiß auch nicht, ich muss wirklich schauen, dass ich das in den Griff bekomme. Ja. Echt, ist momentan echt eine scheiß Zeit. Es ist eigentlich schon seit letzten September eine scheiß Zeit. Weil ich habe extrem viel um die Ohren, psychologisch gesehen, seit letzten September. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich keine Videos mache. Keine Videos gemacht habe. Und ja, ist momentan alles ein bisschen schwer und ich hoffe, ich vergesse nicht, die Stimme ein bisschen hochzustellen, damit ihr es auch einigermaßen versteht. Und ja, jetzt geht's mir wieder halbwegs.
Meine Laptop-Taste ist jetzt hinüber. Damit, ich brauche die zum Editieren von Videos eh nicht. Also ist das relativ Wumpe. Das Einzige, wo es jetzt stört, ist Trackmania. Who cares? Und ja. Ich werde höchstwahrscheinlich gleich zum Flo gehen, um mir nochmal ein Sorry zu sagen. Und ja. Dann, aber davor werde ich hier erst noch ein bisschen aufräumen und alles. Und einfach total beschissener Tag heute, ernsthaft. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt hier sitze und mein Tagebuch mache. Eigentlich sollte ich mich nach beschissenen Tagen, wie ich es die letzten paar Male auch gemacht habe, einfach kein Video machen. Aber ich brauche einfach irgendetwas, wo ich darüber reden kann. Und ja, ein Glück hört mir ja immer meine Kamera zu. Und da bin ich meiner Kamera auch sehr dankbar. Was? Keine Ahnung. Ich krieg so langsam ein bisschen Kopfschmerzen. Von mir selbst. Und ja. Himmel, Hölle, Tod. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Und ich würde sagen, damit schließe ich für heute. Habt einen besseren Tag als ich morgen. Aber hey, morgen ist letzter Schultag. Dann habe ich wieder 4 Tage frei. Stylisch. Ja. Habt einen schönen Abend. Habt einen schönen Mittwoch. Und ich stehe jetzt wieder auf und gehe aus dem Bild. Tschüss. Oh, Teufel auch.